Auf den Hirschberg geht's heute, am Tegernsee. Man liest, einer der Hausberge Münchens oder des Tegernsees. Ich kannte den gar nicht und deswegen probieren wir den heute aus. 2-3 Viertelstunden rauf steht da. Wanderführer habe ich hier gesehen, 2,5 Stunden. Ich werde berichten. Los geht's. Zuerst haben wir gedacht, dass das hier der Gipfel ist. Da waren wir noch irgendwo da hinten. Und dann haben wir aber gesehen, das ist er nicht. Man muss nämlich hier noch rauf gehen. Dann haben wir zuerst gedacht, das ist der Gipfel. Und dann muss man aber hier noch hoch. Da ist der Gipfel. Aber ein wunderschöner Gipfel. Wirklich toll und auch eine wahnsinns tolle Aussicht, so muss ich mal sagen. Wow. Oh,
als wir da drüben waren, da haben wir gedacht, dass das hier der Gipfel ist. Und beim Rübergehen dann gehen wir hier so, dachten wir zuerst, das ist der Gipfel. Und dann haben wir aber gesehen, dass das der Gipfel ist. Aber eine schöne Wanderung darüber. Wirklich klasse. So, hier sieht man Tegernsee noch besser. Ich habe noch mehr Gipfelkreuz, aber keine Ahnung, wie der Berg hier heißt. Und das da unten ist der Tegernsee. Und man sieht sogar zwei Schiffchen fahren, zwei Segelboote. So, jetzt gab es gerade große Diskussionen. An dem unteren Gipfel da sind mir vier Leute entgegengekommen, die gesagt haben, den Sommerweg hier, den kann man nicht gehen, der ist gesperrt wegen Lawinengefahr. Außerdem ist er nicht gesichert. Man soll den Nordweg gehen. Dann haben wir mal jetzt den Nordweg angeschaut. Nordweg sage ich, den Winterweg. Boah, der geht ja direkt oben am Als ich oben das Dilemma erklärt habe, genau in dem Moment geht der Akku von der GoPro aus. Und ich habe es auch nicht gemerkt, erst jetzt. Ich erzähle es auch mal. Es gibt da einen Sommerweg und einen Winterweg. Also hier sind wir rübergegangen und da oben ist das Kreuz. Ach du Scheiße. Und der Winterweg geht irgendwo da runter. Das sehe ich auch von hier, da hängen. Das sind so überhängende Schneeteile, wie man die ja nennt. Okay. Ich bin am Kreuz da oben, die Richtung Hütte. Kommen mir vier Leute entgegen und sagen, der Hüttenwirt hat gesagt, man soll nicht den Sommerweg gehen, das ist zu gefährlich wegen Lawinengefahr. Man soll den Winterweg gehen. Also genau den hier. Okay, ich bin dann mit den Vieren dann hingegangen. Wir sind dann ein paar Meter gegangen und haben gesagt, oi. Wenn der Schnee, wenn der ein bisschen nachgibt, dann fliegen wir total den ganzen Hang runter. Es ist zwar ein Seil gespannt, aber irgendwie, ich habe dem nicht getraut. Jetzt sind die vier oben am Gipfel geblieben und haben das erst einmal ausdiskutiert, was die machen wollen. Und ich bin mal zur Hütte wieder runter. Da habe ich ein paar Leute getroffen. Da steht auch ein großes Schild. Winterweg nicht gehen. Nee, Sommerweg nicht gehen. Wegen Lawinengefahr, Nordhang. Ja, und die paar Leute, mit denen, da haben wir dann rumdiskutiert. War schon ein bisschen grenzwertig. Also wenn man ausrutscht, dann fliegt man heute halt auch erst einmal einen Hang runter. Aber ich habe mir gedacht, das passiert mir da beim Winterweg genauso. Also ist wurscht, welchen Hang ich runterrutsche. Und von der Lawine her
Nein, ich bin jetzt nicht der Oberexperte. Hab mir dieser Sommerhang, ehrlich gesagt, nicht so gefährlich ausgesehen wie der Winterhang, der empfohlen wird. Der Winterhang wird ja anscheinend empfohlen, weil der eben mit Seilen gesichert ist. Extra für den Winter. Naja, auf alle Fälle sind wir dann zu fünft da runter und haben überlebt. War aber eine grenzwertige Geschichte. Weil es ist schon ein bisschen warm. Und auf der DAV-Seite, ich habe es ja in dem Video vom der Brecherspitze habe ich schon erwähnt, bevor man losgeht, immer erstmal auf die DAV-Seite schauen, wie der Lawinenwarnbericht ist. Und der hat heute früh gesagt, nachmittags Lawinenwarnstufe 2, wenn es wärmer wird, kann der Schnee runterrutschen. Ja, genau so einen Hang sind wir heute gegangen. Bravo war ein ganz großes Kunststück. So. Die anderen sind oben, die machen Pause. Ich gehe weiter Richtung Parkplatz. Ja, und das ist jetzt aber eigentlich so eine Fahrstraße. Mal schauen, die geht wahrscheinlich genauso weiter bis zum Parkplatz. Fazit von der Tour. Erst einmal schlechte. Ich finde den Anfang und das Ende finde ich irgendwie nicht so gut. Also am Anfang geben wir halt eine Skipiste hoch. Ich finde das sehr langweilig und anstrengend. Ja, und zum Schluss jetzt muss man noch irgendwie so 5 Kilometer wieder zurück zum Parkplatz gehen, zum Teil auf der Straße. Fällt mir jetzt auch nicht so gut. Aber dazwischen drin, der Rest, der ist klasse. Der ist echt klasse. Also richtig schöner Berg. Unbedingt mal ausprobieren. Meine Empfehlung, lieber warten, bis der Schnee weg ist. So, dann laufe ich jetzt noch die 10 Minuten an der Straße entlang. Verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Live long and prosper.